Viel, sehr viel. Für mich, für den Betrieb, was ich mitnehmen kann, für Emotionen, die hier rüberkommen, ist eigentlich sehr wichtig. Also meine Erwartungen sind auf jeden Fall, dass wir spannende Debatten führen, auch nochmal zu den inhaltlichen Knackpunkten. Ich hoffe mir auch nochmal vielleicht einen Initiativantrag nochmal zur Geflüchtetenpolitik, sodass wir da einfach auch nochmal ein klares Zeichen vom Gewerkschaftstag setzen. Klare Antworten zum Thema Werkverträge, klare Antworten zum Thema Arbeitszeit, klare Antworten zum Thema Teilhabe. Dass wir viele gute Entscheidungen treffen und dass uns das als IG Metall weiterbringt. Das ist schwierig. Also ich erwarte natürlich erstmal einen handlungsfähigen neuen Vorstand und ich erwarte richtungsweisende Ideen für die nächsten 4 Jahre, wie wir die Politik in der IG Metall voranbringen und damit auch in den Betrieben den Leuten Unterstützung und Handhabbares an die Hand geben, damit sie dort arbeiten können. Ja, bin jetzt erstmal als Delegierter mit dabei, bin natürlich auch aufgeregt, ganz viele Eindrücke, die hier auf einen zukommen. Wir wollen wegweisende Beschlüsse und das Thema Arbeitszeit ist uns ganz wichtig. Wir wollen wieder, so wie es der Christian hat, die Sonne wieder reinlassen und wir wollen, dass wieder mehr Zeit für Lieben, Leben, Lachen wird. Und das erwarten wir von unserem Gewerkschaftstag. Ich warte mir sehr spannende Debatten und bin sehr gespannt, insbesondere auch, was die Jugend so zu bringen hat und dass wir gemeinsam auch als Jugend hier beim Gewerkschaftstag Statements setzen können. Ich erwarte viel neuen Input und ich erwarte eine klare Position zum Thema Werksverträge und Leiharbeit. Ich erwarte mir einen guten Überblick über die aktuellen Themen und das, was wir uns in den nächsten 4 Jahren so vornehmen, dass wir das ausreichend ausgiebig diskutieren und dann so mit frischer Kraft in die nächste Periode starten.